etwas in der Gesellschaft geben. Weil der Medizinerberuf, der saugt einem richtig auf. Oder? Und dann kann man fachlich sich gut einarbeiten und probieren, beste Leistungen zu bringen. Aber so ein bisschen die Nische, die Sorgen, die der Patient daheim hat, die werden gar nicht richtig abgedeckt. Und so kann man in den Patienten oder in den Angehörigen der Patienten sehr viel Gutes leisten. Weil der Staat nicht alle Aufgaben will oder kann übernehmen. Eigentlich wäre das ein Versorgungsauftrag von der Gemeinschaft, von der Gemeinde, vom Kanton und so weiter. Lebensqualität ist ja auch so, das individuell zu definieren. Für die einen denkt das schon, ja, wenn er nicht unbedingt immer Schmerzen hat. Und für einen anderen heisst es, ja, wenn ich nicht mehr Sport machen kann, ist das keine Lebensqualität. Also das variiert sehr. Das kommt auf die Gemüter von diesen Leuten an. Bei meiner Informationswand davor heisst es Urs Huber, abgekürzt, und das ist Uhu. Und dann hat die Leute angefragt, was ist denn da Uhu? Und wo wohnt er? Und dann kommt eben raus, das ist der Urs Huber. Und das ist eine riesige Sympathie, dass wir Patienten fast um die Wette die Uhus ins Zimmer stellen.